Ja, wenn man nur eine Nacht irgendwo verbringt, dann braucht man eigentlich die meiste Zeit neben dem Schlafen dafür, seinen ganzen Kram auszupacken und wieder einzupacken. Ne? Irgendwie bin ich das auch total, also total sinnfrei angegangen. Also nicht so wirklich systematisch, doch, aber das ist mir dann eingefallen, dass ich, also ich habe es wohl systematisch gepackt, aber ich habe es dann vor Ort nicht mehr dran gedacht. Und als ich mir dann Klamotten für heute rausgesucht habe, dachte ich, ups, du hattest ja das alles gerichtet für den einen Tag, damit du eben erst am Gardasee zum Beispiel die große Rolle aufmachen musst. Ne? Die übrigens auch dicht gehalten hat und die auch saupraktisch ist. Die ist allerdings vom Louis. Und ich finde ihn insofern praktisch, weil man die nicht von der Seite quasi befüllt, also die kleine Öffnung, sondern von oben, also eine große Öffnung hat. Und das macht es also viel leichter da. Vor allem dann, wenn man was braucht. Man muss also doch nicht immer alles komplett ausräumen. Ne? Dann war ich gestern Abend natürlich noch was essen. Nebenan war noch ein kleiner Gasthof, ne, schon ein großer Gasthof eigentlich. Und dafür, dass das so abgeschieden war, war da auch ganz schön was los, muss ich sagen. Also nur, ich habe quasi relativ wenig verstanden. Von dem, was sie da gesagt haben. Ne? Also die Bedienung natürlich, klar. Aber der Rest, der hat schon. Aber das wird heute noch viel anders, noch ganz. Zunge mal entknoten. Aber das wird heute noch viel interessanter werden, weil ich heute. Weil ich Italienisch also gar nicht kann. Ne? Buongiorno, das geht noch, ja. Ja. Also eins muss ich mal festhalten, ne? Das ist ja der krasse Gegensatz zu Holland, ne? Der hat es nämlich eiliger als ich. Der war hier schon und hat alles schon gesehen. Ich war hier noch nicht und habe zum Beispiel diese Brücke noch nie gesehen. Und die ist ziemlich geil. Oh, hier riecht es nach Speck. Da ist eine Räucherei. Oh, Tiroler Speck. Oh. Oh. So, weiter geht's. Kurz vor der Grenze, glaube ich. Nochmal voll gemacht. Super Plus für 1,29. Dafür kannst du es nicht selber machen. Es wird auch wieder ein bisschen schattiger. Scheinbar kommen wir wieder ein bisschen höher. Mein kleines Blaupunkt Motopilot hier, das hat leider keine Höhenangabe. Von daher weiß ich leider nicht, wie hoch wir sind. Aber der Temperatur nach zu urteilen, geht es nach oben, ja. Weil mit den Temperaturen geht es nach unten. Der Reifen fühlt sich auch ganz gut an. Natürlich ist es momentan mit keine Ahnung wie viel Kilo Gepäck. Ich schätze mal Koffer, beide Seiten, 8 Kilo, 16, Tasche nochmal 10, 26, Tankrucksack 30. Also 30, 35 Kilo Gepäck werde ich schon noch dabei haben.
Da ist natürlich nicht ganz so agil wie komplett ohne Gepäck. Also man möge mir heute und in den nächsten Tagen die wahrscheinlich etwas hektische Kameraführung verzeihen. Aber es gibt immer so viel zu sehen, wenn man in den Bergen ist. Bei jedem Extrem gibt es immer viel zu sehen. Also Berge sind extrem, genauso wie das Meer extrem ist oder ein großer See. Alles, was abseits der Norm oder in Anführungsstrichen normal ist. Wobei natürlich für die Leute, die hier wohnen, ist das hier völlig normal. Du hast ja nicht alle Nadeln in der Tanne, du W***. Ja, was auch total schade ist, dass ich nicht ständig anhalten kann und Bilder machen, ja. Das ist so geil hier. Dabei ist es ja hier noch relativ normal, weil es ist ja eigentlich nur ein bisschen hügelig und Bäume, ne? Aber jetzt schon wieder nicht mehr. Es nimmt doch noch passähnliche Züge an hier. Ah, er hat's wieder. Mein Navi hatte eben die Strecke verloren, seltsamerweise. Aber scheinbar war das immer noch nicht der Pass hier. Oder ist es immer noch nicht der Pass oder wie auch immer. Weil es steht immer noch der Reschenpass angeschrieben. Aua. Etwas seltsame Architektur dieser Gastronomie hier. Genau das am Reschenpass. Oh ne, ich habe die schon eingeholt. So, eigentlich habe ich ja gar keinen Bock, mich da jetzt durchzufräsen. Aber ich habe auch keinen Bock, da hinterher zu eiern. Das hier, die Passhöhe. Dann war das ein sehr entspannter Pass.
das obligatorische Bild vom abgesoffenen Kirchturm, haben wir auch gemacht. So, was soll ich denn jetzt machen, verdammte Axt? Laut meinem Navi brauche ich noch 4 Stunden 42. Ankunft 16.57 Uhr. Mein Navi rechnet immer relativ großzügig. Ich habe sogar schon Zeit gut gemacht, obwohl ich getankt habe und, ne? Also von daher. Sind wir schon mal hier? Sollten wir ja eigentlich doch, ne? Also was ich wirklich sagen muss, ist, dass der Reifen hier, dieser Metzler Z8, sich sehr, sehr gut anfühlt. Also absolutes Vertrauen. Oh, hier oben. Da unten die Burg, da oben das Schloss. So, also doch. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Es ist 12.39 Uhr. Ankunftszeit laut Navi 17 Uhr circa. Scheiß auf die Erschöpfung gestern. Heute ist heute. Also ich habe ja von der Silvretta nichts gesehen, ja. Da muss ich ja wenigstens hier hoch, ja. Also das geht ja gar nicht. Und das Wetter ist ja unglaublich. Grad. Ich hoffe, da oben jetzt ein bisschen frischer, weil ich habe nämlich das dicke Hoodie an. Und das ist doch ein bisschen warm momentan. So, da vorne ist die Wilde Heizer GmbH, wie es aussieht. Aber man kennt mich ja, ne? Ist mir wurscht.